Jetzt passt was gut! Ja, ja, ja! Ja, komm, Mika! Oh. Den musst du machen, ey! Mann! Jetzt hier! Gut, gut, gut! Komm, Mika! Setzen! Box, Box! Box! Fischgehör! Guter Ball! Schade! Weiter! Nein, du musst schießen. Zum Abschluss kommen! Ins lange Eck. Weiter. Ja! Lasse! Lass es so! Ja, Mann! Das war wichtig. Nein, nein. 10, 8, rücken! Schade! Ich war. Zentrum zu! Weiter, weiter, weiter machen! Sehr gut, Flavio! Muss immer zu sein. Ja! Umschalten! Mit zurück! Ja! Mann, ey! Faruk, sehr gut, Junge! Wir haben uns wirklich heute sehr, sehr viel vorgenommen. Also es war schon klar, dass Waldhof Mannheim in der Rückrunde sehr gut gestartet ist. Wir haben von 4 Spiele 3 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und wir wussten auch, was uns heute erwartet. Wir wollten heute eigentlich richtig kompakt stehen und als Mannschaftsblock verteidigen und die Konteraktionen nützen. Ist uns leider nicht gelungen. Durch halt extrem viele individuelle Fehler, die wir gemacht haben. Alleine Tor 1 und Tor 2 laden wir den Gegner ein, sich wirklich da durchzukombinieren und zum Torabschluss zu kommen. Ja, Waldhof Mannheim hat es einfach besser gemacht. Die waren griffiger, die waren in den Zweikämpfen besser. Wir haben sehr, sehr viele technische Fehler gehabt. Wir haben es kaum geschafft, mal über 5 Stationen den Ball zirkulieren zu lassen. Und dann ist es natürlich auch schwer, hier heute gegen so einen Gegner zu bestehen und die zu besiegen. Also, genau, und das war absolut verdienter Sieg. Und ich kann nur Waldhof Mannheim gratulieren, haben sie gut gemacht. Wir haben halt einfach sehr, sehr viele schlecht gemacht. Heute war ein sehr gutes Spiel, wir waren sehr dominant in der ersten und zweiten Halbzeit. Wir haben auf jeden Fall zugelegt, was man auf jeden Fall sehen kann. Hinrunde haben wir, glaube ich, 2-0 verloren, Rückrunde jetzt 4-1 gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das Spiel war sehr gut. Sie haben es toll gemacht. Auch wir haben gewusst, Villingen wird schwierig, wird ein 6-Punkte-Match und dementsprechend wird es ein zweikampfbetontes Spiel. Und unsere Jungs haben es wirklich toll gemacht, den Zweikampf gleich angenommen. Am Anfang haben wir klein ein bisschen, 3-4 Minuten haben wir gebraucht, aber dann sind sie gut in die Zweikämpfe reingekommen. Haben es grundsätzlich gut gemacht. Na, hat dich das Video gerade genauso elektrisiert wie mich? Dann lass uns doch ein Like und Abo da. Und wenn du noch mehr sehen möchtest, dann findest du hier unser neuestes Video und hier ein zufällig ausgewähltes.
Bis bald, bleib sportlich und fair.